Willkommen zurück zu Gran Turismo 6. Heute sind wir in dem Audi TT Coupé 3,2 Quattro aus dem Jahre 2003 unterwegs. Ich habe hier schon mehrere versucht hier, Player, und der funktioniert ja anscheinend besser als die anderen, die ich vorher hatte. Ja, und wir sind hier jetzt in der Innenperspektive. Hier sind wir wunderschön das Cockpit, die Instrumenten, und das wunderschöne Audi-Emblem. Ja, unten rechts im TT-Zeichen noch, was gerade von Hand bedeckt ist da, damit man weiß, was für ein Wagen man fährt, ne? Ja, das ist der 3,2 Liter Quattro TT Coupé. Oh man, jetzt ruckelt das schon wieder hier, es nervt. Das wäre besser gewesen. Nein, ist es nicht. Ah, ich hoffe, es verbessert sich mal wieder hier. Ja, vor uns ist hier ein Lotus, den wir jetzt versuchen zu überholen. Und dann kommt ein Audi, was glaube ich. Da kommt die Außenperspektive dran, da sehen wir noch den grauen Audi. Jo, war ein Audi. Und wir fahren weiterhin hier auf der Ascari-Strecke, Party-Strecke, wollte ich gerade sagen hier. Ich weiß nicht, was ich rede hier, so ein Scheiß aber auch. Ja, ich hoffe, es klappt es besser. Da sehen wir von oben den Audi. Ja, viele Freunde sagen zum Audi, BMW ist die beste Marke der Welt. Audi kann nur geradeaus fahren, Kurven kommt er nicht rum. Aber wie man sieht, er schafft das hier, so einigermaßen. Aber schön ist er wieder auf der Strecke drauf und nimmt die nächste Kurve mit Bravour. Bisschen raus, aber sonst hat er die Kurve gut genommen. Da kann er besser beschleunigen, weil er weiter draußen ist. Und da ruckelt es schon wieder. Das nervt. Ja, ein paar Runden sind zu fahren hier auf dem Ascari-Rennstrecke. Wir sind jetzt kurz vom Ziel. Und da fährt der Audi TT in die nächste Runde rein, in die zweite Runde. Jetzt kommt die Schikane wieder. Das war, glaube ich, schon die zweite Runde jetzt. Noch eine scharfe Haarnadelkurve. Dann geht es wieder auf die Gerade, die nur 200, 300 Meter weit ist, oder wie auch immer. Und da kommt schon die nächste Kurve. Und der Audi TT ist ein Sportcoupé von Audi, das 1995 auf der IAA in Frankfurt... Hallo? Das macht so keinen Spaß, Leute. Auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde. Von Anfang an wurde der Wagen für sein Design hoch gelobt. 1998 kam das Modell schließlich auf den Markt. Sein unglaublich futuristisches Äußeres machte ihn zu einer echten Innovation. Die durch den doppelt legierten Bogen geschaffene geometrische Linie ähnelt dem Bauhausstil, der wegweisend war für die Branche. Der Innenraum mutet sehr mechanisch und funktionell an. Dieser Inbegriff des futuristischen Sportwagens vereint Elemente aus Aluminium, Plastik und Leder. Ja, da versuchen wir jetzt den nächsten Wagen zu überholen. Ich weiß gerade nicht, was für ein Wagen das war. Da vorne ist es wie ein Lotus, wie es aussieht. Oder ist es der BMW? Lotus müsste es sein, ne? Ja, ist ein Lotus. Ihr liest was, glaube ich. Da kommen wir ein bisschen raus aus der Rennstrecke, weil wir ja den Wagen nicht rammen wollen. Spielt keine Rolle bei dem Rennen hier, aber fair ist besser, als hier so einen Scheiß zu bauen. Der Motor ist ein... Da kommen wir ein bisschen von der Strecke ab und schon sind wir immer noch Erster. Aber ganz knapp. Der Motor ist ein dem A3 und dem A4 entnommenen DOHC Reihen-Vierzylinder-Turbomotor.
mit 1,8 Liter Hubraum und 132 kW. Die teuren Modelle sind allerdings wesentlich besser getunt. Zusätzlich wurden Änderungen an der Turbine und den zwei Zwischenkühlern vorgenommen. Ist über Heck an sich. Um den Wagen auf 165 kW zu bringen. Beim Modell mit 132 kW findet ein Frontantrieb, beim Modell mit 165 kW ein Allradantrieb, der selbstverständlich ein Quattro war. Im Modell mit 132 kW befindet sich ein manuelles Fünfganggetriebe, bei der Variante mit 165 kW ein Sechsganggetriebe. Der Wagen hat das gleiche Fahrwerk wie der A3, wobei der Radstand um 9 cm gekürzt wurde, um im schneller zu machen. Die vordere Federung hat das gleiche Federbein wie der A3. Beim Frontantrieb findet man hinter einen Längslenker. Der Allradantrieb verfügt über Längs- und Doppelquerlenker. Anfangs wurde noch kritisiert, dass es ihm an Stabilität mangele und dass er zu starken Übersteuern tendiere, was inzwischen als behoben gilt. Die TT-Baureihe wurde im Jahr 2000 durch die Roadster-Variante ergänzt. Was ist hier los? Warum ruckelt das wieder so? Und 2003 folgte noch ein V6 Quattro mit 3,2 Liter Hubraum. Dieses Modell konnte mit 165 kW aufgetrumpft werden. Aufgrund des neuartigen Doppelkupplungsgetriebes und seiner hohen Funktionalität war es in aller Munde. Ja, auch hier wieder in aller Munde, wie es hier ruckelt, das nervt. Aber wir sind gleich am Ziel. Noch eine Minute ungefähr. Und da wieder Standbild, das nervt echt Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Wahrscheinlich muss mein PC noch starten, damit das besser läuft oder was auch immer. Aber ich mache das jetzt zu Ende hier. Zumindest die Bildqualität ein bisschen besser als beim anderen, was ich schon mal gezeigt habe. Da sind wir durch Grasnarbe rübergefahren und jetzt steht schon wieder still hier. So, die letzten Sekunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dieser Störungen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.